Große Projekte, viele Menschen. Weitreichende Infrastrukturprojekte sorgen für Diskussionen zwischen allen Beteiligten. Damit gemeinsam Lösungen gefunden werden können, ist die frühzeitige und transparente Kommunikation mit den Betroffenen wichtig. Das gilt auch für den Bau der europäischen Gasanbindungsleitung, kurz EuGAL, ein aktuelles Großprojekt von Gascade. Das Unternehmen betreibt in Deutschland ein Gasfernleitungsnetz mit einer Länge von rund 2400 Kilometern. Mit der EuGAL wird dieses Netz ergänzt. Sie führt von Lubmin an der Ostsee bis nach Deutschneudorf im Erzgebirge, unmittelbar an der tschechischen Grenze. Die 485 Kilometer lange Leitung soll für eine sichere Energieversorgung sorgen, denn der Erdgasbedarf in Europa steigt. Schon in der Vorbereitungs- und Planungsphase setzt Gascade auf den Dialog mit den Bürgern. So auch im sächsischen Deutschneudorf, wo eine Exportstation gebaut wird. Vor der Übergabe ins Nachbarland Tschechien werden dort die Gasmengen gemessen. Die Vertreter von Gascade, Gesamtprojektleiter Ludger Hüms und Trasseningenieur Marco Breiding, wollen direkt mit den Anwohnern über unterschiedliche Standortvarianten sprechen. Weil die Erfahrung ja auch bei anderen Infrastrukturprojekten durchaus gezeigt hat, dass Kommunikation, frühzeitige Kommunikation wichtig ist, wenn man am Ende ein akzeptiertes Projekt realisieren will. Es ist nicht anonym, irgendein großer Konzern ganz weit weg, sondern wir sind hier und verteidigen das auch und erklären das auch, erläutern das auch. Bürgermeisterin Claudia Kluge ist seit langem in Kontakt mit Gascade und hat zur Versammlung eingeladen. Ich finde das von Gascade als sehr entgegenkommend und konstruktiv, dass wir hier wirklich eine Lösung finden können, die für alle Beteiligten akzeptabel ist. Vor rund 60 Bürgerinnen und Bürgern erklären Hüms und Breiding die zunächst vier Varianten. Ein virtueller Flug über die geplanten Anlagen verdeutlicht Sichtperspektiven. Es ist bereits das zweite Bürgergespräch, das Gascade in Deutschneudorf führt. Beim ersten Treffen hatten Anwohner optische Beeinträchtigungen angesprochen. Und wir haben dann zugesagt, wir kommen nochmal wieder und zeigen im Rahmen von 3D-Animation, dass diese Sorgen unbegründet sind. In der Diskussion wird offen und sachlich über die Vor- und Nachteile der einzelnen Standorte gesprochen. Die Anwohner bringen eine weitere Standortvariante ins Gespräch. Als Ergebnis will Gascade den neuen Standort prüfen und den Dialog mit den Anwohnern fortführen. Reaktionen. Eigentlich bin ich der Meinung, dass das schon feststeht, wo die Gasstadt schon hinkommt, dass mehrere Zusammenkünfte da nichts bringen. Bei den bisherigen Gasleitungen wurde gebaut und da ist mir nicht bekannt, dass da so auf die Bevölkerung eingegangen wurde. Und das ist eine neue Erfahrung und wenn man die Gelegenheit hat, sollte man auch diese Gelegenheit wahrnehmen. Zu entscheiden hat letztlich die Landesdirektion Sachsen. Sie führt das Raumordnungsverfahren und das darauf folgende Planfeststellungsverfahren durch. Referent Matthias Zimmer begrüßt die Herangehensweise des Fernleitungsbetreibers. Im Vergleich mit anderen Vorhabenträgern muss man sagen, macht das Gascade schon toll und vorbildlich, dass sie da in die Offensive gehen. Das finde ich gut. Ende Mai 2017 hat die Landesdirektion Sachsen das Raumordnungsverfahren für die EuGAL abgeschlossen mit einer neuen Standortvariante der Exportstation in Deutschneudorf. Diese hatten die Anwohner vorgeschlagen und sie wurde zusätzlich ins Raumordnungsverfahren aufgenommen. Ein Erfolg für alle Seiten und für den Ansatz der frühzeitigen Kommunikation. Für die 110 Kilometer Leitung im Freistaat wird nun das Planfeststellungsverfahren beginnen. Die Anwohner werden auch dabei offen und transparent über die Planungen informiert.